Hallo zusammen. In diesem Video werden wir uns auf die Prüfung Startdeutsch A1 vorbereiten. Wir kommen nun zum zweiten Teil der mündlichen Prüfung Startdeutsch A1. Sie sollen um Informationen bitten und Informationen geben. Es geht immer um Informationen zu einem bestimmten Thema. Das Thema heute ist Reisen. Ich habe die Karte mit dem Wort Fahrkarte. Thema Reisen. Also kann ich fragen, zum Beispiel, wie viel kostet die Fahrkarte nach Bremen? Antwort: Die Fahrkarte nach Bremen kostet 115 Euro. Sie können auch gerne eine ganz kurze Antwort geben, indem Sie sagen 115 Euro. Merken Sie sich drei Wörter: die Fahrkarte, das Ticket, der Fahrschein. Das sind Synonyme. Noch eine Frage zu dem Wort Fahrkarte. Entschuldigung, wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? Antwort: Am Fahrkartenautomaten oder am Schalter. Sie können gerne eine kurze Antwort geben. Am Fahrkartenautomaten, am Schalter. Merken Sie sich: der Fahrkartenautomat, der Schalter. An dem oder am Fahrkartenautomaten, am Schalter. Ich habe die Karte mit dem Wort Zug, Thema Reisen. Ich kann fragen: Wann fährt der Zug ab? Antwort: Der Zug fährt um 13.53 Uhr ab. Oder Sie können gerne eine negative Antwort geben. Zum Beispiel: Der Zug ist schon abgefahren. Merken Sie sich: abfahren. Perfekt, der Zug ist abgefahren. Nomen, die Abfahrt. Abfahren, die Abfahrt. Noch eine Frage zum Wort Zug. Von welchem Gleis fährt der Zug ab? Von welchem Gleis? Antwort: Der Zug fährt vom Gleis 3 ab. Sie können gerne eine kurze Antwort geben und sagen: vom Gleis 3. Noch eine Frage: Auf welchem Gleis kommt der Zug an? Auf welchem Gleis kommt der Zug an? Antwort: Der Zug kommt auf dem Gleis 5 an. Oder kurz: auf dem Gleis 5. Merken Sie sich: wer, ankommen. Perfekt, der Zug ist angekommen. Nomen, die Ankunft. Ankommen, Ankunft. Ich habe die Karte mit dem Wort Bus. Ich kann fragen, zum Beispiel: Entschuldigung, fährt der Bus ins Zentrum? Antwort: Nein, der Bus endet hier. Der Bus endet hier bedeutet, der Bus fährt nicht weiter. Merken Sie sich: das Zentrum. Wohin? Ins Zentrum. Wo? Im Zentrum. Noch eine Frage: Wie lange brauche ich mit dem Bus zum Museum? Wie lange brauche ich? Antwort: 10 Minuten.
Es sind nur zwei Stationen. Sie können gerne ganz kurz antworten, 10 Minuten. Ich habe die Karte mit dem Wort Haltestelle, Thema Reisen. Ich kann fragen, Entschuldigung, wie komme ich zu der oder zur Haltestelle? Wie komme ich zur Haltestelle? Sie können antworten, gehen Sie geradeaus oder gehen Sie geradeaus und dann an der Ecke rechts oder tut mir leid, das weiß ich nicht, ich bin neu hier. Merken Sie sich die Haltestelle. Wohin? Zur Haltestelle. Wo? An der Haltestelle. Kommen zur plus Feminin, kommen zum plus Neutrum oder Maskulinum. Noch eine Frage. Entschuldigung, gibt es hier in der Nähe eine Haltestelle? Antwort: Ja, gehen Sie geradeaus. Oder die Haltestelle ist gleich um die Ecke. Das Wort Bahnhof. Wie weit ist es bis zum Bahnhof? Wie weit ist es bis zum Bahnhof? Es sind nur 5 Minuten zu Fuß. Oder? Es sind 3 Stationen mit dem Bus. Merken Sie sich, wie weit ist es bis zu plus Dativ, bis zum Neutrum Maskulinum, bis zur Feminin. Noch eine Frage zum Wort Bahnhof. Wie komme ich zum Bahnhof? Antwort: Nehmen Sie die Straßenbahn 12. Nehmen Sie die Straßenbahn 12. Merken Sie sich den Bus, die U-Bahn, das Taxi, den Zug nehmen. Dieselbe Frage: Wie komme ich zum Bahnhof? Antwort: Sie können mit der Straßenbahnlinie 12 fahren. Merken Sie sich, fahren mit plus Dativ. Mit dem Bus, mit der U-Bahn fahren. Ich habe die Karte mit dem Wort Abfahrt. Ich kann also fragen. Wann ist die Abfahrt? Antwort: Um 14.30 Uhr. Oder die Abfahrt ist um 18 Uhr. Oder die Abfahrt ist am Samstag um 13 Uhr. Zum Schluss möchte ich Sie auf Artikel aufmerksam machen. Dreimal die. Die U-Bahn, die S-Bahn, die Straßenbahn. Dreimal der Bus, der Zug, der Regionalexpress oder der Regio. Und der ICE, ICE, der Intercity-Express. Und dreimal das Taxi, das Auto, das Fahrrad. Das war's für heute. Wenn Sie mein Video mögen, lassen Sie mich bitte das wissen. Liken Sie mein Video und schreiben Sie Ihre Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.